So, Lisa, was haben wir jetzt hier? Springkraut. Welches ist ein Springkraut? Das. Das da, okay. Ja. Und dann haben wir hier aber in der gleichen Farbe noch eine andere Pflanze. Was haben wir denn hier mittendrin in dem Berg? Schmalblättrigen Weidenröschen. Schmalblättrige Weidenröschen, sehr gut. Was hast du da nämlich vom Buch dabei? Das ist unser sehr gutes, der BLV Tier- und Pflanzenführer von unterwegs. Kann ich nur empfehlen. Aber wir haben hier inzwischen Berge und wendeweise voll von dem Zeug. Springkraut. Springkraut ist auch. Stellerweise. Wo? Da. Ah, da. Drüsriges Springkraut. Okay. Kann ja weitergehen. Ja, wir gehen ja schon weiter. Ja, ja. Also Springkraut verbreitet sich brutal. Aber die hier auch, gell, die hat sich echt. Wenn, das sind. Müsst ihr mal Größenvergleich. Erik, stell dich mal hin. Ja. Dass man mal sieht, wie groß das ist und wie, was für Ausmaße das sind. Stell dich mal davor. Okay, reicht. Hier. Das sind ganze Wiesen voll damit, 2 Meter hoch. Wahnsinn. Okay, gehen wir weiter. Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Familie Hibili ist wieder unterwegs im Wald. Ich habe Urlaub, das Wetter ist schön, es hat heute mal ausnahmsweise nicht geregnet. Da haben wir gedacht, komm, es ist zwar jetzt schon am frühen Abend, aber die Sonne scheint noch ein bisschen und alles dabei. Gaskocher, machen wir uns mal irgendwo noch ein schönes Teechen, ne? Einen frischen Karottenkuchen dabei, ne? Machen wir noch schön irgendwo, ne? Tee und Kuchen, ausnahmsweise mal kein Kaffee, vor Kaffee ist schon viel zu spät. Also, komm mit, sei dabei, noch einen schönen Abend hier im Schwarzwald. So, was haben wir jetzt hier? Das Fuchskreiskraut. Fuchskreiskraut, okay. Das sieht so aus. Heute ein bisschen Biologieunterricht. Hä? Lisa schlägt alle Pflanzen nach, die wir hier so finden. Und das da unten ist was. Die gehen mal in die Brennnessel. Ne? Und oh, guck mal, ey, dieses Jahr die Himbeeren. Ey, oder tun wir nachher noch ein paar Himbeeren pflücken, du. Hä? Brutal. Ja, Himbeer, ich liebe Himbeeren. Ja, aber wir suchen uns eine, wo ein bisschen. Oh, guck mal, hier schön hoch zwischendrin. Naja, du mal, Erik, ich glaube, wir haben heute kein Problem, noch ein paar Himbeeren zum Dessert zu finden. Brutal, Himbeeren und Brennnesseln sehe ich dieses Jahr unglaublich viel zusammen. Otterkuchen. Was, ein Heidelbeerfeld? Finden wir noch eins? Sehr gut. Guck mal, überall. Boah, guck dir die an. Was? Guck dir die Brummer an. Guck dir die Brummer an. Hey, die müssen wir ernten. Und die sind auch hoch genug, da kann nichts so am Boden hin. Fuchstechnisch. Guck dir die Teile an, ey, die werden sofort abgeerntet. Super Riesen, Mutanten, Zombie, Alien, Himbeeren. Herr Erik, die schmecken dir, oder? Sind das deine Lieblingsfrüchte? Ja. Was hast du dabei? Ein Taschenmesser, technisch, zeig mal her. Oh, du bist der Mann mit der Landkarte. Boah, super, du, wir sind ja ausgerüstet, du, das ist ja der Hammer. Was hast du hier dabei? Super, my first Victorinox. Mit Säge, prima. Sehr gut. Jawohl. Und Lisa, was hast du noch gefunden? Eine zweite Art Springkraut? Blaukraut ist das. Was haben wir hier? Jawohl, hier Bio-Unterricht für Anfänger. Wiesenlaubkraut. Das was? Das Wiesenblaukraut? Ja, Laubkraut. Ah, Laubkraut. Das Wiesenlaubkraut. Guck, das hat auch wieder so behaarte Stängel. Die sollte man vielleicht nicht anfassen. Da weiß man nie, was da so und Sache hier ist. Hier ist nochmal ein Springkraut. Kleinblütiges Springkraut. Ja, das Zeug springt ganz schön in der Gegend rum. Ja, ja. Maria erntet hier schon mal für den nächsten Himbeerkuchen, hä? Oder vor unterwegs. Oh, die ist schön. Boah, guck mal. Erik, muss ich mal reingucken? Kontrollieren, einmal reingucken. Dass keine Viecher drin sind. Boah, guckt euch die schön mal halt mal in die Sonne. Die schönen riesen Himbeeren hier an. Na guck, direkt da ist schon. Kleine Würmchen drin. Okay, dann schon mal weg. Kleine Würmerfutter. Die kann man auch rausholen. Immer schön gucken, dass sie sauber sind, dass keine Viecher drin sind. Das ist auch eine schöne. Eine schnelle Blickkontrolle und in der Höhe, wo die gewachsen sind, passt es. Ja, ein paar extra Vitamine unterwegs, ne? Und wenn es die Kinder mögen, nur rein mit. Und am besten erst so, was weiß ich, an größeren Sträuchern in einen halben Meter Höhe pflanzen. Dann braucht man keine Angst haben, dass irgendwelche Viecher dran waren oder so. Fuchsbandwurm oder ähnliches oder anderes Zeug, das am Boden kreucht und fleucht, wenn die da so in einen halben Meter Höhe wachsen. Ist das okay? Hier sind schon die nächsten Felder. Also Heidelbeeren ist schon seit 2 Jahren katastrophal. Nix. Aber Himbeeren hat es dieses Jahr und Pilze. Gut, Pilze, Pflanzen, holen wir nichts aus dem Wald so, da käme ich nicht mit aus, da lasse ich die Finger davon. Dafür ist der Nährwert zu gering, dass sich das lohnt, das Risiko. Hat es aber auch viel. Kollegen haben erzählt von Steinpilzfunden und von Pfifferlingfunden und alles. Aber was hier so der Amateur wunderbar erkennen und ernten kann, das sind halt Himbeeren. Und das ist halt hier der Hammer im Wald.
So viel Himbeeren wie dieses Jahr habe ich noch nie gesehen. Wirklich alle paar Meter. Hier ist der nächste Strauch. Das ist unglaublich. Das macht da richtig Spaß, am Wegesrand zu laufen. Und bis du zu Hause ankommst, hast du ein halbes Kilo Himbeeren gefuttert. Hier sind die nächsten. Ja, guck mal, unsere Unterkunft für heute Nacht. Wer will hier übernachten? Ich. Sehr gut. Ich nicht. Du nicht? Ich auch nicht. Doch, ihr zwei lassen wir heute hier und morgen früh holen wir euch wieder. Nein. Ich hier nicht. Dann ist uns ja eisig kalt. Nein. Und das essen wir dann? Hier, guck mal, Himbeeren gibt es genug. Also ich glaube nicht, dass du hier verhungerst. Doch. Hier läufst du 10 Minuten durch den Wald, dann hast du ein Kilo Himbeeren. Und wenn du das gefuttert hast, dann bist du satt, dann kannst du schlafen. Und morgen früh zum Frühstück holst du dir gleich das nächste Kilo Himbeeren. Nee, dann lauf ich lieber heim. Und dann läufst du lieber nach Hause. Findest du von hier aus nach Hause? Ja, bin ich ja, schon. Ja, also bist du schon gelaufen, gell? Zweimal. Ah, ja. Sehr gut. Was hast du gesagt? Laufen ist blöd. Mich auch, ist doch schön zu wandern. Wandern ist auch blöd. Es ist ja nicht cool. Wandern ist blöd. Das ist eine ganze Ansammlung von Pilzen. Ja, eine Stadt voller Pilze. Eine Stadt voller Pilze, ja, cool. Ja. Ha? Guck mal, zwei Hobbits im Wald. Ja, zwei Trolle. Zwei Trolle. Zwei Waldtrolle. Oder Waldtroll und Waldschrat. Da vorne geht's hoch, ja. Können wir das erforschen? Das erforschen. Aber was ist die rote Raute? Ich muss nach Brenn gucken. Nee, das ist so eine Legende. Das bedeutet rot. Die Vollrote? Nee, Vollrot. Nee, guck, das ist der Westweg, Pforzheim-Basel. Komplett rot, ohne Rand. Siehst du? Westweg, Pforzheim, Basel. Da laufen hier die Fernwanderwegsleute. Und wie immer, mindestens einmal im Monat, schauen wir für eine Stunde an unseren großen Felsen vorbei. Für eine kleine Pause. Relaxen, Gehirn wieder erden. Und wir sind heute nicht alleine. Das sind da Touristen. Die kommen natürlich auch gerne hierher. Da wird die Schule. Macht nichts, aber sie ist mal. Ja, da geht's runter. Ach ja, muss halt langsam laufen. Es hat jetzt aber nicht gerade so viel geregnet in den letzten 24 Stunden, dadurch ist es nicht so rutschig, Lisa. Eine Stelle, wo keine Touristen als vorbeilatschen. Hä? Ja. Cool, da hinten ist der Felsen. Wo wir mal sehen. Wie steil ist ihr schon? Ja.
Oh, ich hab Tee. Ich hab Tee gebracht. Soll ich den Tee holen? Nicht so langsam machen, das ist Schlappen gut dabei. Frischer Schokoladenkuchen. Schokoladenkuchen kaputt machen, oder? Was sind denn die Tassen hier? Wer mag ein Stück Kuchen? Ich. Mmh. Lecker. Anita, oder? Ja. Maria? Dankeschön. Genau. Tea Time im Wald mit Bildungslektüre her. Guck mal, mal film mal die Mama. Guck mal, die liest hier das Pflanzenbuch. Ja. So, jetzt noch schön einen Kräutertee hier rein. Ne? Jawohl, da gibt es leckeren Schokoladen-Karottenkuchen, frisch gebacken heute. Noch eine Tasse Tee. Ja, so lässt sich das Wandern aushalten, oder? So schnell ist gekocht und Tee und wieder aufgeräumt, abgewaschen. Genau, nicht so schnell die stickliche Kuchen leer machen, Tee trinken. Sollte der länger helfen, der Kuchen? Echt? Nee, der Kuchen hält nur für eine Rast. Gott sei Dank habe ich ja zwei gebacken. Sehr gut. Schön hier. Was? Von woher kommt das? Spiegelt sich. Ach, von einer Tasse. Guck mal, die gibt Lichtzeichen hier. Pass auf, ist heiß. Ich helfe dir. Jawohl, Zeckenkontrolle, wenn man durchs Unterholz ist. Sehr wichtig. Obwohl, wir haben uns vorher noch, bevor wir los sind, vom Knie abwärts mit Otan,
ein bisschen besprüht. Hey, da dran. Antibrum. Antibrum aus der Schweiz. In einer roten Flasche. Sonnenlicht. Horizont. Naja, eineinhalb Stunden. Können wir uns Zeit lassen. Hosentasche. Hey. Mein. Willst du die Buschkraft? Sehr gutes Messerchen für draußen. Auch eins an Weihnachten geben, aber ein ganz besonderes. Seid gespannt. Oh, herrlich hier. Die Ruhe, wenn die Kinder 100 Meter vorauslaufen. Unsere typische Wochenendrunde. Eine Stunde in den Wald rein. Picknicken, eine Stunde wieder raus. Herrlich. So ein Kurztrip in die Natur. Da fühlt man sich nachher den ganzen nächsten Tag wieder richtig erholt. In der Stadt ist immer alles so laut. Ich habe das Gefühl, immer mehr Autos fahren. Das sieht man bei uns am Firmenparkplatz. Vor 20 Jahren, wo ich da angefangen habe, standen 50 bis 75 Autos auf dem Parkplatz. Jetzt haben wir, was weiß ich, 400 Autos auf dem Parkplatz und einen Platz aus allen Nähten. Immer mehr Verkehr, immer mehr LKWs. Alles immer schneller, lauter. Höher, weiter. Einfach wieder mal in den Wald relaxen. Da haben wir jetzt manchmal schon Wildschweinspuren gesehen. So ein schöner Seiteabdruck. Wenn ein Schwein da reinliegt und einen Schlammbad nimmt, wenn es geregnet hat. Da hast du schön die Borstenabdrücke gesehen. Aber ich glaube, viel Wildschweine gibt es hier nicht. Ich weiß nicht, ob die hier genug Nahrung finden. Ist ja alles Fichtewald. Keine Eicheln, wo die Eichel mascht. Aber Rehe hat es ein paar hier oben. Gibt auch ein paar Hochsitze.